sich am Freitag. Das heißt Quiz-Duell Olympzeit. Zwei Prominente treten an gegen unseren Quiz-Olymp. Sie haben die Möglichkeit mitzuspielen mit der ARD Quiz-App und auch Mitglied zu gewinnen, wenn denn der Olymp gewinnt. Heute wird schwer für den Olymp. Ich bin mir ganz sicher, weil wir haben das Team Vater und Sohn. Bitte begrüßen wir recht herzlich. Hier ist Uwe Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht. Vater und Sohn spielen ja eigentlich auch gegen Vater, Sohn und Tochter. Im Olymp sitzen wie immer unsere Quizkönigin, keine geringere als Marie-Louise Fink. In der Mitte unser Professor Quiz. Eine Million hat er mal gewonnen bei Günther Jauch. Jetzt sitzt er oben im Olymp. Guten Abend, Professor Dr. Eckert-Streise. Und der Mann mit dem charmantesten Quizlächeln des deutschen Fernsehens und der Bandbetriebswirt Thorsten Zirkel. So, ist das jetzt hier auch mal wieder so eine Familienzusammenführung oder wie oft seht ihr euch? Nicht so oft, wie ich gerne hätte und wir beide gerne hätten. Alle sind unterwegs und beschäftigt. Deswegen freuen wir uns mal hier wieder zu sehen, endlich mal. Ist das, ich kenne das ja auch, ich habe auch Söhne in dem Alter. Wenn die dann so ihren eigenen Weg gehen, da guckt man schon drauf, das macht einen auch stolz als Papa, ne? Ja, es ist aber auch nicht leicht oft. Oh. Ja. Ich hoffe, ihr schlagt den Olymp heute. Ich bin ja ganz ehrlich immer auf der Seite von meinen Gästen. Das ist einfach so, weil die können das ab, den Druck ertragen die ganz gut. Ja. Ihr dürft wie immer zunächst wählen. Drei Kategorien hätte ich für euch im Angebot. Und zwar die wunderschönen Kategorien aus dem Leben, draußen im Grünen und Adel. Und das finde ich sehr schön. Es haben sich Marie-Louise für Adel entschieden. Der Eckart hat sich ebenfalls für Adel entschieden. Nur der Thorsten sagt aus dem Leben. Adel oder aus dem Leben? Das ist die erste Frage. Nimm aus dem Leben. Ne? Ja, aus dem Leben, es hört sich besser an. Ja, Adel, keine Ahnung. Null. Ja. Wer mit wem und warum und so, und geht gar nicht. Also, wir spielen aus dem Leben. Willkommen im Leben. Jawohl. Aber man kann auch sagen, durch die vielen Fragen aus dem Leben bist du wirklich im Leben mehr angekommen. Richtig, ist auch die einzige Möglichkeit, dass ich mir Haushaltstipps irgendwo mitbekomme. Von daher spiele ich das so gerne. Also, erste Frage. Womit kann man besonders umweltverträglich heizen? Mit Kohlrouladen, mit Hackschnitzel, mit Fleischklößchen oder mit Minutensteaks? Oh. Heizen, Kohlrouladen, also das isst man ja eigentlich alles, ja. Aber Hackschnitzel ist vielleicht wieder so eine Spaßfrage, weißt du? So Hacken, Holz, ja. In Schnitze. Wenn du das sagst, dann mach. Nee. Sagst du, der Fleischklöße klingt. Wir warten, bis der Pilawa sagt, jetzt kommt mal in die Pötte. Ja. Also wir sind ja bei der ersten Frage noch, die ist gemeinhin einfach. Und ihr habt Hackschnitzel eigentlich vorgesehen. Eigentlich haben wir das vorgesehen. Dann würde ich das mal nehmen. So, Thorsten wird uns jetzt aufklären. Bitte, Thorsten. Also ich bekomme bei der Frage natürlich sofort Hunger, wenn ich das alles lese. Ja. Aber es gibt dann noch, ich glaube, den Fachbegriff Pellets. Das sind die Hackschnitzel. Richtig, Pellets. Ja. Hackschnitzelheizung, das ist im Grunde genommen das, was dann da zusammengebracht wird, was Holz, was für andere Zwecke nicht mehr zu verwenden ist und verbrannt wird. Hackschnitzel ist richtig, jawohl. Also besser als Öl und Gas, als Brennstoff. Okay. Hackschnitzel sind Pellets. Genau, das sind so kleine. Ich kenne Pellets. Ich kenne auch wieder Pellets. Hackschnitzel kenne ich gar nicht. Wir spielen die zweite Frage, die da heißt: Um das Handy nach einem Wasserschaden wieder trocken und funktionsfähig zu bekommen, sollte man es föhnen, mit Mehl bedecken, in Reiskörner legen oder bei tiefster Stufe im Ofen backen. Thorsten ist dran. Backen. Backen. Was ist nie passiert? Was meint ihr? Habt ihr schon Erfahrung gesammelt? Ich habe schon Erfahrung gesammelt damit. Ich bin vor ein paar Jahren mal zwischen einem Schlauchboot und einem größeren Boot, habe ich einen Spagat gemacht, da bin ich ins Meer gefallen mit Ich hab das Handy. Ja. Und es war aber leider Meerwasser, das heißt, es ist natürlich schädlicher für das Handy. Das und, aber wir haben es trotzdem erstmal in die Reise gelegt. Ich habe die Erfahrung auch gemacht, Wasserschaden mit Handy, nur leider mit Mehl habe ich aus der Toilette nicht mehr rausbekommen. Ach. Soll ich mal sagen, ist mir auch mal passiert, wirklich in die Toilette. Und normalerweise ist es ja nicht so schlimm, wenn man sofort zugreift und es nimmt. Nur bei der Toilette
Das stehst du so und sagst, man zu lang. Natürliche Hemmungen. Ja, absolut. Das kommt auch drauf an, wann es reingefallen ist. Stimmt. Ja. Also, das kann auch ein großes Problem geben. Ja. Reiskörner legen, sagt die Familie Ochsenknecht. Was sagst du? Da würde ich mich auch für entscheiden, weil man muss es ja irgendwie das, die Feuchtigkeit rausbekommen. Föhn könnte funktionieren, aber da gibt man Hitze zu und das kann auch wieder Schaden zufügen. Und die Reiskörner ziehen schön Wasser raus. Gut, man sollte es aber, wenn das passiert ist, erstmal ausschalten. Das ist ganz wichtig. Dann sollte man es wirklich erstmal abtupfen und dann in eine geschlossene Box tun, 2 Tage lang in Reiskörner legen. Das soll helfen. Jawohl. Moment. Oh, nicht, dass ich wieder Post beantworten muss. Wichtig ist, es muss trockener Reis sein. Ungekochter. Ungekocht. Ganz nicht, dass also da Leute denken, oh, schön hier. Gekochter Reis. Ja, sehr gut. Also, 2-2, letzte Frage aus dem Leben. Auf 84% stieg bis Ende 2018 in Deutschland der Anteil der Berufspendler, Internetnutzer, Eigenheimbesitzer oder Vegetarier. So, ist interessant, ne? Ja. Also Vegetarier glaube ich eher weniger, aber es ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber das 84% aller deutschen Vegetarier sind, glaube ich, nicht. Ich würde eher sagen Internetnutzer. Mhm. Bin ich. Ja, ja. Gut, ja, dann macht's. Ja. Willst du auch mal? Ja, nee, mach mal. Okay. Wenn wir mal 10 Jahre zurückgehen, also 2008, waren es nicht 84%, sondern gerade mal 65%. Nur wovon? Du hast auch die Internetnutzer genommen. Also Eigenheimbesitzer kann man, glaube ich, auch ausschließen. Da ist Deutschland sogar im europäischen Vergleich sehr weit hinten. Während in anderen Ländern 70-80% sind es bei uns so 40% maximal. Das ist falsch. Es sind 44%. Ah. Oh. So ein Ärger. Ja, könnten natürlich auch die Berufspendler sein. Was meinst du, wie viel Prozent? Könnte natürlich, ja. 2/3. Also 66 Prozent. Es sind aber nur 45% Pendler. Vegetarier gerade mal, das finde ich echt eine Wahnsinnszahl, nur 6%. Was? Irre, ne? Das ist aber echt wenig. Ich finde auch, das ist viel zu wenig, 6%. Also Wahnsinn. Internetnutzer, das sind die 84%. Das stimmt, ja. Super. So. Vielleicht noch ein Nachtrag. Bei den 14- bis 49-Jährigen sind es nahezu 100% Internetnutzer. Nahezu. Das heißt 3-3, alles perfekt gespielt. Ihr beiden dürft jetzt die Kategorie wählen, die Thorsten zunächst gegen euch spielt. Bücher und Wörter, oh, Türkise, ne? Musik und Hits, ach so, und ja, Glaube ja. Und Religion. Glaube und Religion. Ja, da wir ja beide sehr Musik... Das ist eher so Grauzone, würde ich sagen. Liebhaber sind... Also Musik und Hits. Musik und Hits, ja. Gut, machen wir. Also eure Kategorie. Mal gucken, wie das bei Thorsten aussieht. Theoretisch bist du in Musik ganz gut. Alter. Theoretisch, genau. Praktisch. Blockflöte mal gespielt. Wenn nicht. Ja, dann. Dann finde ich. Blockflöte. Warum? Ein völlig unterschätztes Instrument eigentlich, ne, die Blockflöte. Ja. Wir spielen die Frage Nummer 1. In seinem Hit Haus am See hat Sänger Peter Fox laut Liedtext 10 Boote, 20 Kinder, 30 Palmen oder 40 Punkte in Flensburg. Ja. Ja. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es 20 Kinder sind, dann die ihn begrüßen da und so. Machen wir. Wenn du das sagst, drück drauf. Nee, das kann ja falsch sein. Ja, eben, dann bist du aber schuld. Also mach mal. Das hat man davon. Doch nicht alles richtig gemacht in der Erziehung. So. So, 20 Kinder. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön, genau, alle genau, kommen genau. Vorbei, ich brauche nicht rauszugehen. Ja, Hammer. Das Tolle ist, du kennst den Text, aber melodisch war das nicht. Theoretisch. Also, theoretisch war das eben gut. Aber man kriegt es auch melodisch hin, dann klingt es so. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. So, das Lied geht ja immer weiter und am Ende spricht er noch von seinen 100 Enkeln. Also da wird es dann irgendwann sehr teuer. Die spielen Cricket auf dem Rasen. Stimmt! Ja, 20 Kinder haben wir gehört. Hört ihr denn auch ähnliche Musik oder komplett unterschiedlich? Naja, also Musik angefangen zu hören habe ich ja mehr oder weniger durch ihn. Ja. Und
dann ging es halt los. Dann durfte man auch mal selbst Musik aussuchen und selbst hören und entdecken. Und so ging es dann weiter. Und heutzutage tauschen wir uns immer noch aus. Also, Hauptsache ist, dass man überhaupt Musik hört. Genau, Weltmusik. Nächste Frage. Welcher Schauspieler gehört neben Rocklegende Alice Cooper zur Band Hollywood Vampires? Kevin Costner, Clint Eastwood, Russell Crowe oder Johnny Depp? Also, ist eigentlich relativ easy. Ich habe das Konzert verpasst, sollte hin, aber musste drehen. Und ich weiß, wer in der Band ist und ist kein geringer als Johnny Depp. Gut, dann nehmen wir es. Thorsten, weißt du es? Weil ich jetzt gehört habe, durch den Ausstieg war es auf jeden Fall ein schauspielerischer Verlust bei der Band. Ja. Aber es ist Johnny Depp. Waren dann 2018 tatsächlich auch auf Tour, die Jungs, auch in Deutschland mit Johnny Depp. Das stimmt, jawohl, jetzt! Wird eine knappe Kiste hier bei uns, wa? Bitte? Wird eine knappe Kiste hier bei uns. Ich glaube auch. Also das ist bisher Spannend. Das perfekte Spiel. Das ist aber auch gut. Ja, super. Ja, Musik und jetzt die letzte. Mit welchem Song landete Shawn Mendes und Camila Cabello den offiziellen Sommerhit 2019 mit Babushka, Mademoiselle, Senorita oder Belladonna? Ich wusste gar nicht, dass es einen Sommerhit gab. Gibt's immer. Also, einen Sommer gab, wusste man auch nicht. Shawn Mendes, ich kenne die beiden. Also Shawn Mendes sagt mir was, aber die andere kenne ich gar nicht. Aber ich kann mir relativ nach dem Trend zur Zeit, kann ich mir sowas wie Senorita schon vorstellen. Senorita ist ja auch typisch für, sagen wir mal, Sommerhit. Spanisch. Dann denkt man immer an Sonne, Spanien, Urlaub, Sommer, Süden. Keine Frau. Und ja, dass auch der Sommerhit nicht Renate jetzt heißt, ist eigentlich auch... Ich würde auch Senorita sagen. Wollen wir uns einigen auf Senorita? Ja. Bitte. So. Senorita war ja vor 2-3 Jahren ein großer Hit für Pietro Lombardi. Ah, wer ist das? Aber so heißt auch der Sommerhit dieses Jahres von Shawn Mendes und Camila Cabello. Wir hören mal rein. Und so weiter. Für einen Sommerhit hört sich das ganz schön so nach Winterdepression an. Ich finde auch, das war so ein bisschen bedeckter Sommer irgendwie. Ja, das war kein Sommer. Es war kein viel Sommer. Nebel. Ja. Also, ich habe Senorita verstanden. Das ist richtig. Ja. 6-6. Ja. Guck mal, da freut er sich mal wieder ein perfektes Spiel hingelegt. Leben und Musik, was braucht man mehr? Hm? Ja. Ja, gute Musik. So, da drüben sitzen noch zwei, die gerne gegen euch würden. Mhm. Ja, dann lasst uns mal. Was hättet ihr gerne? Wir hätten die 80er rund um die Welt und Kunst und Kulturchen. Oh, beide nehmen, oh, das finde ich jetzt aber interessant, beide nehmen Kunst und Kultur. Kunst und Kultur, ganz ehrlich, ich möchte jetzt am liebsten also nicht in eure Haut stecken. Ladies first. Ja. Ladies first, gut. Marie-Louise. Bist du eigentlich so kunst- und kulturell sehr interessiert, oder? Ja, partiell. Gott sei Dank. Partiell, das ist... Also musikalisch, ja, Theater ist nicht mehr so meins. Okay, wir schauen mal. Welcher deutsche Opernstar war durch seine Fernsehauftritte einem Millionenpublikum bekannt? Fritz Fröstl, August Bibber, Rudolf Schock oder Peter Graus? Oh, ganz ehrlich. Was ist denn? Ich hab's nicht. Was machst du? Das ist die Ungnade der sehr späten Geburt. Okay. Ja, sind wir dran? Es war ja, so ja, spät, ja. Meine Geburt war so spät, dass ich gar nicht mitbekommen habe, was da passiert ist. Bist du nicht operntechnisch vorbelastet? Ich glaube, ja. Mein Vater war ausgebildeter Opernsänger. Und ich musste diese Lieder zu Hause immer als Kind mit anhören, wo ich noch nicht verstand, dass es auch eine bestimmte Qualität hatte. Jetzt weiß ich das. Und dieser Herr da, der war also ich weiß, bei uns zu Hause war das ganz auch vorne. So. Ja, meine Mutter auch, ganzen Tag Opern. Und selbst wenn sie mit dem Staubsauger unterwegs war, hat sie das so laut gedreht. Heute weiß ich erst, dass das wirklich Kunst ist. Damals fand ich es nur schrecklich. Du hast auch Rudolf Schock genommen.
Ja, 1915 bis 1986 und dann tatsächlich auch im deutschen TV rauf und runter die Stimme von Rudolf Schock. Jawohl. Zweite Frage. Im Kunsthaus Zürich hängt Vincent van Goghs berühmtes Selbstporträt mit verbundenem Ohr und Sonnenblume, Weinflasche, Pfeife oder Strohhut? Du hast eben so nach oben, hast du einen Beistand gefleht? Nee, für mich sind zwei Sachen auf dem Bild drauf, deshalb musst du mich jetzt entscheiden. Welche denn? Schade. Ihr dürft laut reden. Ich kenne das Bild. Ich glaube, so, es ist eine Sonnenblume. Ich glaube, Sonnenblumen hat er extra gemalt. Auch eine. Pfeife hat er, mit Pfeife ist er oft zu sehen, auch. Weinflasche ist schon ein bisschen... Ja, ich glaube, es war mehr die Pfeife, weil es ja auch ein Selbstporträt war, ne? Ja. Was machen wir denn? Ja, Pfeife. Ja. Gut. Du blicktest nach oben in den Studiohimmel und hofftest auf den Beistand. Was hast du genommen? Ich habe das Bild von meinem inneren Auge aufgerufen und da war für mich sowohl eine Weinflasche als auch eine Pfeife drauf. Aber ich habe mich dann jetzt doch für die Pfeife entschieden. Gut. Was sie alles gesehen hat auf diesem Bild, wir können ja mal nachschauen. Wir haben das Original mitgebracht. Nicht da, aber wir haben ein Foto vom Original. Ha! Also. Aber sag mal. Ich frage mich, wo ihr die Weinflasche gesehen habt. Oder war Vater Wunsch des Gedanken? Da ist ja nichts von Weinflasche. Nee, also, aber der hat ja in Frankreich lange gelebt. Und Frankreich, Wein, Rotwein. Das gehört dazu, finde ich auch. Aber auf diesem Bild ist definitiv die Pfeife zu sehen. Und damit Punkt für beide. 1889 von Van Gogh gewählt in seiner neuen Heimat in Paris. Letzte Frage, Kunst und Kultur. Wodurch wurde die US-Amerikanerin Annie Leibovitz weltberühmt? Moderne Tanzchoreografien, Porträtfotos von Prominenten, Illustrationen in Comics oder Kostüme von Hollywood-Filmen? Oh, sie ist schon durch. Sollen wir vorher noch was sagen? Nicht mehr. Nein, heißt es. Wir wissen, wer es ist. Was soll man da auch noch drum rumsabbeln, ne? Irgendwas dazu erzählen. Das ist schön. Du warst auch sehr schnell. Ja, genau. Ich glaube, das Porträt von John Lennon und Yoko Ono im Bett hat sie, glaube ich, gemacht. Oder Patti Smith. Das ist das Bekannteste, ja. Ist richtig! Haben wir es aber gut jetzt laviert durch Kunst und Kultur, oder? Das läuft ganz gut. Ja, das läuft. Entspannt. Kunst und Kultur dachte ich, wäre schwieriger. Mal Glück gehabt. Ja. Jetzt kommt. Du auch, ne? Partiell, partiell. Die nächste Kategorie ist von euch zu bestimmen aus diesen. Oh, Hammer. Das hatten wir noch nie. TV-Serien, Computerspiele und Comics. Das oder das? Aber gegen wen spielen wir denn? Wieder. Achso, geht weiter, okay. Das ist Rückspiel quasi. Das ist super. Da kennst du dich halt sehr gut aus wahrscheinlich, ne? Ja, ich nicht. Das ist jetzt Risiko. Aber fragt euch auch mal, was sie nicht kann, weil darum geht es ja. Computerspiele, ne? Ja, dann mach das doch. Da haben wir doch mal schon mal zwei Punkte. Ich versuch's jetzt mal. Jetzt geht's Risiko hier. Zack. Ja, gut. Ich danke, weil das wird so selten genommen, Computerspiele. Vor allem die Fragen, die wir jetzt haben, kommen noch aus den 80ern, weil wir es nie spielen. Ja, dann kenne ich die vielleicht auch sogar noch. Ja, das da kann ich mithalten. Ich habe mit den 80ern ich kann noch. Kenn ich ja noch. Dann, genau. So. Oh, tatsächlich ein Spiel, das ein bisschen älter ist. Ich sehe es ja schon. Auf welche Gegner muss man die Angry Birds mit einer Schleuder schießen? Auf Aliens, auf Kuckucks, auf Bauern oder auf Schweine? Sie ist durch. Ja. Wir auch. Gilt tatsächlich als eines der erfolgreichsten Spielreihen aller Zeiten. Spielst du sowas eigentlich manchmal? Ganz selten. Also mich jetzt. Nein, Eckart, dich würde ich sowas nicht fragen. Doch, ich habe es schon gespielt. Ja. Hast du schon? Was hast du schon gespielt? Ich habe auch Moorhühner schon gespielt. Ja. Gut, gut. Und was spielst du, wenn du mal so spielst?
So ein Ego-Shooter-Ding oder was spielst du? Nee, so Handy-Dattel-Spiele spiele ich auch schon mal, aber dann so Bubble-Shooter oder so. Candy Crush. Ah, ehrlich? Ja. Candy Crush, Bubble-Shooter, das ist was man sagt. Und jetzt mal, was spielst du? Genau so was zum Ablenken einfach mal. Ja. Sich mal. Aber das Angry Birds, als es rauskam, auch exzessiv. Ja. Ja. Gut. War auch im Kino jetzt, ne? Ja, zweiter Teil. Oh. Echt schon der zweite Teil? Mhm. Siehst du, was ihr alles wisst, ihr seid so schlau. Ja? Also ich bin bei sowas komplett raus. Schweine ist richtig, jawohl. Ich meine, wo wir gerade von Kino sprechen, du bist zurzeit auch im Kino. Ja, ich war noch niemals in New York. Ja? Eigentlich der erste große deutsche Musikfilm. Ich bin sehr froh, dass ich da dabei bin mit Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach. Und das ist ein Musikfilm, wird getanzt und gesungen. So ein bisschen im Stil von La La Land. Nur besser. Viel naja. Besser. Viel ich besser. Ich finde ihn besser. Also, ja. Das ist meine der Meinung. Film probiert jetzt nicht irgendwas zu sein, was er nicht ist. Also amerikanisch zu sein, sondern der ist das, was er ist. Und ich finde, das ist wirklich ein toller Film geworden. Mit Songs von Udo Jüngs. Gibt ja auch wirklich Hammer-Songs. Kann ich bestätigen, ich habe ihn schon gesehen. Ja. Also. Aber du sagst gerade, ich habe ihn gesehen, besser als La La Land. La La Land fand ich nicht so gut, leider. Okay. Und da finde ich die Musik viel besser und auch catchiger und macht Spaß. Und die nehmen das alles nicht so ernst wie Frau Thalbach und der Vater. Die machen das so toll und harmonisch miteinander. Ist das nicht schön? Ja. Ja. Toll. Computerspiele, die zweite. Wobei handelt es sich um ein sogenanntes Open-World-Spiel? Pac-Man, Street Fighter, Super Mario Bros. Oder Grand Theft Auto? Was heißt das, dass die ganze Welt mitspielen kann? Eine offene Welt, Spielewelt, wo du herumlaufen kannst. Ja, hat schon. Achso, ja, ich auch. Die sich auch nicht wiederholen. Erzähl uns mal ein bisschen, weil es gibt viele Menschen, kann guck mal im Publikum alleine, die haben keine Ahnung. Ja, nicht kein Problem, Publikum. Ich spiele das Spiel auch gerade zur Zeit. Also es ist Grand Theft Auto und Grand Theft Auto, es geht eigentlich darum, dass man Krimineller ist in einer nachgebauten fiktionalen Stadt wie Los Angeles. Und ist ziemlich groß und weitläufig und es geht darum, eigentlich sein eigenes Business aufzubauen. Das kannst du mal erklären. Was ist ein Open-World-Spiel? Open-World ist eine offene Spielwelt, das heißt, du kannst überall hin, ohne dass du eingeschränkt bist. Oder ohne, dass sich wiederholt auch irgendwie. Es gibt ja oft Missionen, da musst du nur den Gang runter und dann links, rechts, aber du kannst nicht aus dem Haus raus und da kannst du aus dem Haus raus in die freie Landschaft, Fallschirm springen, Autorennen. So Hammer, oder? Alles. Super. Woher weißt du sowas? Also auch mit meiner schmalen Computerspielebildung kannte ich diese Spiele noch alle und konnte mir das erschließen. Hast du sowas auch gespielt? Nein, aber mein Bruder hat das immer gespielt und dann in meiner traurigen Kindheit habe ich dann meinem Bruder beim Computerspielespielen zugeguckt. Oh, ist das nicht schön? Man guckt dem Bruder beim Computerspielen zu. Oh, und muss dann, oh. Gut, super. Ist alles richtig, was gesagt wurde? Haben es beide genommen? Stimmt. So, dritte Frage lautet, woran nahmen in Dortmund im Juli 2019 fast 90.000 Gamer beim europaweit einzigen Event dieser Art teil? Die Sims WM, Pokémon Go Fest, Fortnite Trainingslager oder Tomb Raider Schatzsuche? Es gibt einen neuen Teil auch, aber es ist alt. Weißt du was? Kann ich mir gut vorstellen. So. Also, ich kann es mir gut vorstellen. Ich würde sagen jetzt Fortnite Trainingslager, weil das halt echt so zurzeit mit das erfolgreichste Battle Royale Spiel ist. Pokémon Go ist immer da, seit 2-3 Jahren relativ erfolgreich. Aber ich glaube, da wo auch viel Geld und viele Leute zusammenkommen, ist tatsächlich bei Fortnite. Pokémon Go Fest, da kommen halt 1000 Leute mit ihren Handys und dann jagen die ihre Pokémons dort. Also das könnte es natürlich auch sein. Da bin ich eigentlich ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich würde mal sagen, aus aktuelleren Gründen würde ich trotzdem ins Fortnite-Trainingslager sagen. Gut, jetzt wird's spannend, weil nämlich sich Marie-Louise für Pokémon Go Fest entschieden hat. Ja, also ich habe mir nur gedacht, das Westfalenstadion hat ja knapp über 80.000 Plätze. Mhm. Das heißt, die müssten ja jeden Platz belegt haben und nochmal den ganzen Rasen vollgestellt haben mit Leuten, die da dann ohne Computer sitzen. Das fand ich ein bisschen komisch. Und Pokémon Go kann man auch nur mit dem Handy spielen. Ah. Gute Überlegung. Ist nicht dumm, ne? Ah.
Also eins ist ja bei Pokémon Go schon so, dass es bis Ende 2018 weltweit über 1 Milliarde Mal heruntergeladen worden. 1 Milliarde, ne? Schon irre. Es tut mir echt leid, jetzt nehmt ihr schon Computerspiele und jetzt hat Marie-Lisa auch noch recht. Es ist Pokémon Go Fest gewesen. Da kamen die Leute aus den USA, aus Japan. Ist okay. Ja. Aber nach bisher 12 gespielten Fragen, einem Punktestand von 11-12, das, wir quizzen geht schon auf höchstem Niveau hier, das ist schon so. Jetzt dürft ihr weitermachen, jetzt ist Eckart dran. Jetzt soll ich das perfekte Spiel kaputt machen, nicht? Ja, das versuch's doch mal. Wir hätten für dich Körper und Geist, Essen und Trinken und Deutschland. Eckart nimmt Deutschland. Müssen wir spielen, ob ihr wollt oder nicht. Erste Frage. Wie wird in Berlin der Bereich innerhalb des inneren S-Bahn-Rings aufgrund seines Streckenverlaufes genannt? Dicker Pferdeschwanz, kleine Schweineohr, schiefes Schneckenhaus oder großer Hundekopf? Wie soll ein Streckenverlauf optisch ein Pferdeschwanz sein? Das ist ein bisschen komisch. Ja, das auch Schweineohr oder Hundekopf. Also Schneckenhaus, das ist ja so gedreht. Das kann ich mir optisch vorstellen, dass das irgendwie im inneren Bereich noch. Das könnte aber auch ein großer Hundekopf sein, wenn links ein bisschen Westen größer ist vom Netz und dann das kleine wird im Osten. Aber würde man dann so einen Spitznamen dafür benennen? Die Berliner sind ja bekannt. Ich habe es noch nie gehört, leider. Für den Spitznamen. Ich auch nicht, aber. Ja, ich bin gerade im kleinen Schweineohr, bin gleich da, habe ich noch nicht gehört oder so. Aber wisst ihr, das ist ja interessant jetzt für uns, weil der eine sagt schiefes Schneckenhaus, der andere großer Hundekopf. Und ich kann euch so viel verraten, eins von beiden ist richtig. Ich würde Schneckenhaus nehmen, weil Schneckenhaus, das geht ja auch noch so, ne, in sich rein, im inneren Bereich von dem S-Bahn-Ring. Hundekopf, das kann ja alles mögliche sein. Ja, ein Hund. Warum soll man das dann speziell benennen? Weil ein Hundekopf, es gibt verschiedene Größen. Und Streckenverlauf sehe ich da jetzt irgendwie nicht, ne? Also die Konturen von dem Mund. Dann nehmen wir doch das Schneckenhaus. Mach jetzt nicht kaputt. Durch. Wie dominant war dein Vater so als Erzieher? Naja. So wie nötig. So wie nötig. Ich hab dich doch gar nicht gefragt. Kommt auf die Situation drauf an. Ja? Nö, aber es gibt Regeln. Und wer die nicht befolgt werden, gibt's. Ich kann noch kurz raus. Bitte nein. Gibt's Ärger? Nee. Gibt's Ärger? So, normal. So, schiefes Schneckenhaus, eindeutig durch Uwe eingeloggt. Du hast aber den großen Hundekopf genommen. Nee, ich habe mich also mal versucht, vor eine Karte der S- und U-Bahn in Berlin zu versetzen. Und dann war mir von den angegebenen Antworten einfach der große Hundekopf am nächsten. Ich habe schon gesagt, eins von beiden ist es. Wir haben natürlich einen Ausschnitt und das sieht dann so aus. Gut. Weiter. Wuff. Nächste Frage. Nee, ganz schnell abhaken, die Frage, ne? Wuff. Ja, komm. Ich glaube, Wilson Gonzalez hat es eigentlich gewusst. Der große Hundekopf ist deutlich zu erkennen. Das ist auch gleichzeitig die Umweltzone in Berlin. Deutschland die zweite. Der Flughafen welcher Stadt ist nach Frankfurt am Main derjenige in Deutschland mit den meisten Starts? Ist es München, Düsseldorf, Stuttgart oder Hamburg? Ja, also er sagt Düsseldorf, mir ins Ohr. Charterflüge und so weiter. Aber ich meine halt München mittlerweile, weil die sich noch, ich glaube, die erweitern sich gerade auch noch und ist ja mit so, glaube ich, der zweitgrößte Flughafen, glaube ich, in Deutschland. Ja, aber es geht um die Starts. Und ich denke, gerade zur Ferienzeit, Düsseldorf ist ein großer Charterflughafen. Das geht ja mit euch genauso weiter. Du Düsseldorf, du München. Mal gucken, was jetzt passiert. Du lagst vorhin falsch mit dem Computer. Jetzt darf ich auch mal falsch liegen. Ja, dann lieg falsch. Aber ganz beim Hundekopf warst du auch falsch. Ja, ich weiß. Ah, Düsseldorf. Das hat Eckart auch genommen. Ja, ich habe an Charter gedacht. München ist natürlich sehr groß und baut aus, das ist klar. Aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz dran. Das glaube ich auch. Immer noch ein Dorf. Ja. Frankfurt am Main, ich habe hier gerade die Zahlen, im Jahre 2018. Ja. 500.000, 5.000 Starts und Landungen mit 69 Millionen Passagieren. München ist mit Abstand der zweitgrößte. Okay. München. Okay. 400.000 Starts und Landungen im Jahr. Gut. So, okay. Deutschland die letzte.
Die Vorfahren welches US-Stars stammen aus dem kleinen Ort Völkersen bei Bremen? Die von David Hasselhoff, von Jodie Foster, von Julia Roberts oder von Justin Bieber? Also einen von den beiden. Echt? Schwer. Ja. Also da bei der Sandra Bullock hätte ich's gewusst. Nee. Ich bin mir sicher, dass Jodie Foster ist. Dann drück es mal so. Ich meine mal, dass ich sie Deutsch reden hören habe. Hast du auch genommen? Ja, habe ich auch genommen. Also Hasselhoff ist, glaube ich, Nordhesse. Bieber hört sich auch eher hessisch an. Und Julia Roberts weiß ich nicht. Aber in Bremen gibt es solche Namen wie Roberts nicht. Aber wie gesagt, es können ja ganz andere Namen sein. Ich tippe auf Jodie Foster. Mal gucken, was die anderen beiden gesagt hätten da oben. Ich war kurz auf Justin Bieber, der ist ja Kanadier und müsste damit sowieso schon raus sein, der Frage nach. Und Julia Roberts wüsste ich auch nicht, dass sie deutsche Wurzeln hat. Insofern hätte ich auch zwischen Hasselhoff und Foster geschwankt. Aber Hasselhoff ist Hesse. Der wurde nur hergeholt, ja. Hasselhoff. Also die Person, um die es hier geht, von dieser Person, der Ur-Urgroßvater wanderte 1865 nach Baltimore aus. Und die hatten einen kleinen, feinen Bauernhof. Und dieser Bauernhof befand sich in der Nähe eines Haselnussstrauches. Und deshalb kommt da der Nachname her. Es ist David Hasselhoff. Oh. München, Düsseldorf und Hasselhoff. Das wäre die Chance gewesen zum Ausgleich. Also Deutschland ist leider nicht so erfolgreich gewesen, aber wir haben ja noch einmal die Möglichkeit, die Kategorie zu wählen. Ihr seid dran und dürft zwischen Kinofilme, Medien und Unterhaltung und Sport und Freizeit. Willst du Kinofilme machen? Ja, oder Medien? Nee, Medien und Unterhaltung kommt irgend so ein Reality-Zeug, was ich gar nicht kenne. Kinofilme. Kannst du dich noch an deinen ersten Kinofilm erinnern? Ja. Was war das? Aladdin-Premiere, 91 oder 92. Und du noch? Weißt du noch was bei deinen? Das war Dick und Doof, glaube ich, im Kino. In der Tat, in Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß damals. Ja. Als Stummfilm, nur mit Geräuschen. Richtig. Ja. Schneewittchen. Schneewittchen war es bei dir. Ja, ja. Das erklärt jetzt viel. Also ja. Schneewittchen. Und zwar der ganz alte von 1949. Mal gucken, welche Filme wir jetzt haben. Once Upon a Time in Hollywood bezeichnet Kultregisseur Quentin Tarantino als seinen 7., 8., 9. oder 10. Film. Stunde, die ich gesagt habe. Ja, also wir sagen, es dachte Film. Also er hat angefangen, aber... Du hast doch neulich gesagt, wir haben über Tarantino gesprochen, hast du gesagt, ja, der hat ja nur so und so viel Film. Ich habe gesagt, der hat 8 gemacht und wird nur noch 2 machen, weil er gar nicht... Also er hat 8 gemacht, hast du gesagt. Dann stimmt's doch. Ich bin nur... Er hat ja noch Hateful Eight gemacht und es ist nicht zu verwechseln, ob das vielleicht auch der 8. war. Ah, aber so? Ich gehe mal jetzt auf... Nee, da geht's ja um die Leute, das spielen ja 8 Leute mit. Ja, ist aber trotzdem... Gut. Der Eckart hat sich entschieden für den 10. Film. Ich habe das auch so in Erinnerung, dass da eine Zahl 10 ins Spiel kam. Und es kann genauso sein, dass er vielleicht noch 2 vorhatte. Also, es wurde ja schon gesagt, er selber hat gesagt, ich werde in meiner Karriere nur 10 machen. Also, hat er jetzt schon seinen Soll erfüllt? Das habe ich verwechselt, ja, genau. Oder kommt da noch irgendwas? Jetzt ist es ganz, ganz fies bei der Zählweise, weil Kill Bill 1 und 2 wird als ein Film gezählt. Ja. Oh. Und... Das jetzt, Once Upon a Time in Hollywood, war sein 9. Film. Ich wusste es. Mein Herr. Mann, ihr seid immer so dicht dran, ihn zu kriegen, weil er macht auch die Fehler. Und dann könnt ja, ihr ich weiß es. Ja. Ah. Ah. Vor allem, ich zähle den zähle ich jetzt nicht so als 9. Film, weil ich war leicht enttäuscht. Ja. Und da ziehe ich den auch nicht als 9. Film. Okay, das war eigentlich der 8. Ja. Weil der 9. so schlecht für dich war. Wenigstens beide falsch, dann geht's noch. Eben, so läuft das ja. Vorletzte Frage. Was unternehmen Matthias Schweighöfer und Ruth Maria Kubitschek gemeinsam im Kinofilm Frau weißt Ella? Du noch, oder? Ein Segeltörn auf der Ostsee, eine Wanderung in Transsilvanien, ein Roadtrip durch Frankreich oder Zelten am Lago Maggiore? Warte, jetzt, ja. So, jetzt sprecht ihr schon gar nicht mehr mit mir, ne? Ja, weil wir haben da nicht zu viel zu sagen. Okay, das hat Eckart auch genommen. Ja.
Ich habe den Film mit Sicherheit nicht gesehen, aber ich habe bestimmt irgendeine Rezension oder so einen Ausriss, was weiß ich. Und dann ist das so, das tickert dann durch. So kommt es mir auch vor, bei mir. Ja. Ja, im Grunde genommen, die Geschichte ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ne? Schweighöfer spielt einen Taxifahrer, der ins Krankenhaus fährt, um dann Ruth Maria Kubitschek dann vor einer OP rettend durch die Gegend zu fahren. Und die machen dann einen Roadtrip nach Frankreich. Ja. 12 zu 14 und wir haben noch eine Frage offen. Auf die Figuren welches Films könnte Matt Damon als Hauptdarsteller im Film Elysium im Jahre 2154 theoretisch treffen? Blade Runner, Avatar, Dune, der Wüstenplanet oder das fünfte Element? Also Wüstenplanet auf jeden Fall nicht. Ja, blöd, dass ich auf die Jahrgänge bei den anderen Filmen nicht aufgepasst habe. Bei Blade Runner war es ja eigentlich relativ einfach, weil wir hatten ja letztes Jahr, glaube ich, Blade Runner 2049. Ja. Wüstenplanet ist, glaube ich, viel weiter weg gewesen von der Geschichte. Fünfte Element und Avatar. Also, sehe ich auch so. Ich glaube, Elysium ist doch so weit voraus, dass so wie Avatar, also sind die da sich sehr ähnlich, würde ich sagen. Fünfte Element, ja, ist geil, aber ist er nicht. Avatar? Ja. Ja. So, das ist jetzt eine Frage, wo ich jetzt mal, ich kenne ihn ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, sagen würde, ist nicht gerade die Stärke von Eckart. Oh nein. Oder ist das jetzt, ohne dir jetzt, tut dir das weh, wenn ich das so sage? Ja. Okay, gut. Dann, Ihr Heuchler. Ja, kann man so sagen. Kannst du mit irgendeinem dieser Filme, mit irgendwas, was da steht, irgendwas anfangen? Also ich habe schlicht und ergreifend geraten. Das hättest du auch gleich sagen können. Also Elysium spielt im Jahre 2154. Und es geht jetzt um das, was ihr gewählt habt. Avatar ist richtig. Und wir bringen es mal auf den Punkt. Wir waren ja zusammen immer. Wenn diese blöde Kategorie Deutschland nicht gewesen wäre, wäre es ein nahezu perfekter Deutschland. Deutschland. Wollt ihr Gold oder Silber? Ich bin mehr Gold. Wenn schon, dann so richtig. Wurde ich erzogen. Ist er bescheiden erzogen, wir nehmen Gold. Ja. So, ganz kurz zu den Spielregeln. Einer ist Sprecher von euch. Wer ist das? Das sollte ich sein, ne? Ihr dürft 5 Sekunden miteinander reden. In dem Moment, auch innerhalb der 5 Sekunden, wenn du dich zu mir drehst und mir eine Antwort gibst, muss ich die nehmen. Das ist nicht mehr zu korrigieren. Okay, wir spielen das Finale. Alles. Da ihr 13 Punkte erspielt habt in der Hauptrunde, kriegt ihr 13 offene Fragen. Frage Nummer 1. Für welchen Staat steht auf Euro-Kennzeichen der Buchstabe E? Jetzt was sagen? Sag was. England. England. Du musst was sagen. England. Nee, Spanien. Ja, España, logisch. Ja. Ich hab gar nicht. Aber so unter Druck kann man ja nicht. Ja, ich habe auch gar nicht verstanden. Also, obwohl es eindeutig. Undeutlich gesprochen. Undeutlich gesprochen. Jetzt habe ich ja noch genuschelt oder was? Ja, bin ich schuld. Gut. Ganz langsam. Wie viele Würfel braucht man für das beliebte Partyspiel Mäxchen? 5. 2. Kenn das Spiel, glaube ich, gar nicht. Ich auch nicht. 2. Frage 3. Wer spielt im Kinofilm The Beach aus dem Jahre 2000 die männliche Hauptrolle? Leonardo DiCaprio. Richtig, jawohl. Frage 4. In welcher Sportart gewannen die Eisbären Berlin bislang 7 deutsche Meistertitel? Eishockey. Richtig. Jetzt haben wir es. Ja, jetzt sind wir drin. Frage 5. Wie viel Volt beträgt die Standardspannung in deutschen Haushaltssteckdosen? Keine Ahnung.
Sagen wir 200? 24. 24. 230 Volt. Ja, ich wollte 200 sagen, fast. Ja. Frage 6. Welcher Kaiser regierte in Österreich-Ungarn von 1848 bis 1916? Franz Josef. Franz Josef, jawohl, der Erste. Du musst mir, nicht ihm. Ja. Im Hafen welcher Stadt am Bodensee steht die berühmte Imperia-Statue? Lindau? Nee, Hafen. Nee, das andere, Konstanz. Konstanz, da war ich auch schon. Naja, geil. Frage 8. Oh Gott. Aus der Milch welches Tieres wird der italienische Pecorino-Käse dem Namen nach traditionell hergestellt? Ziege, sonst wäre es Ziegenkäse. Schaf! Ja, das ich habe scharf gedacht auch noch. Als erstes habe ich scharf gedacht. Aber nicht scharf gedacht. Nee, ich habe scharf gedacht. Okay. Ja. Ja. Gut. Hm. Frage 9. In welchem US-Bundesstaat fand 1969 das legendäre Woodstock-Festival statt? New York. Ist richtig, New York, jawohl. Frage 10. Über welche Hürde muss eine Partei hierzulande springen, damit sie in den Bundestag einzieht? Welche Hürde? Bundesrat? Nee, die 5%-Hürde. Du brauchst ja, die 5%-Hürde, das habe ich gemeint. Ich habe nur an... Ja. Nix. Jetzt. Wie heißt der Glücksdrache aus Die unendliche Geschichte? Furo. Ja. Frage 12. Wie nennt der Jäger den Schwanz eines Hasen oder Kaninchens? Boah, da war doch was. Hast du nicht Bommel? Keine Ahnung. Bommel! Bitte! Danke! Ich würde Bommel so gern gelten lassen. Nee, die Blume. Blume. Die auch Blume. Du. Blume, Bommel. Ja. War nah dran. Bommel und Blume ist so dicht. Ja. Also, 13. und letzte Frage. Wofür steht das T in der Abkürzung der Rennserie DTM? Turismo. Touring. Tourenwagen. Ja. Deutsche ja, fast, Tourenwagen. Aber Tour war schon mal auf dem Tourenweg. So, 5. Ja, dann gehen wir mal jetzt schon. Ne? Nein, ihr wartet. Denn erstmal müssen die da oben ja noch ran. Wer spielt von unseren drei da oben im Olymp? So. Ich finde, man muss auch mal jungen Grundschullehrerinnen die Möglichkeit geben, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der ARD eine Entscheidung zu treffen. Du darfst ziehen. Darfst du selber umdrehen. Oh, Professor Dr. Eckhard Freise schon wieder. Oh. Der ist aber diese Staffel viel dabei. Dankeschön. Ich krieg den anderen. Ich erinnere mich, dass du unlängst... Reden ist lieber. Vielleicht bleibe ich bei 4 hängen, das weiß man doch nicht. Ja, wir hoffen. Ja. Mein Schuh, genau. ist auch schon auf. Da soll ich mich bücken und das zumachen? Komm her, ich mach das. Natürlich, bleib doch einfach stehen. Das gibt's doch gar nicht. Was denn? So. Dass das überhaupt noch hingekriegt hat, wo alle heute Klettverschlüsse haben. Auf jeden Fall darfst du. Ich bringe dir meine zum Putzen mit. So. Du hast den silbernen Umschlag, du hast 15 Fragen, davon musst du mindestens 5 für ein Stechen richtig beantworten. Cornelia Funke ist die Autorin der Mädchenbuchreihe Die Wilden. Ich hätte an Tintenherz gedacht, Die Wilden, keine Ahnung. Hühner! Ach ja. In welchem Bundesland fand 2019 bereits zum 30. Mal das Wacken Open Air statt? Schleswig-Holstein. Bist du dir sicher? Ja. Warst du mal da? Ich habe es weiträumig umfahren. Leider. Wie viele Gramm entsprechen hierzulande 1,5 Pfund? 750. Das ist richtig.
Frage 4. Der Name welches Rückschlagspiels geht auf das englische Wort für zerdrücken zurück? Oh. Rückschlagspiel. Keine Ahnung. Squash. Ach ja, na klar. Ja. Gefängnistennis, ja, ja, klar. Ja. Gefängnistennis. Das ist auch geil. Geil. Gefängnistennis. Das ist auch gut, das hat er nie gehört. In welchem Staat ist seit 1949 der Renminbi die offizielle Währung? In der Volksrepublik China. Das ist richtig. Welches Tier sagt im US-amerikanischen Punxsutawney alljährlich im Februar das Wetter voraus? Das ist das Murmeltier. Ja, es ist richtig. Ja. Sitzt die nächste Antwort, haben wir Gleichstand. Der älteste Sohn von Verona Poth heißt wie welche kalifornische Stadt? Der hieß San Diego, nicht? Oder heißt immer noch so? San Diego. San Diego, ist richtig, ja, jawohl. Matchfrage, sitzt die Antwort, hast gewonnen. Die Landesflagge von Sachsen hat die Farben grün und? Gelb. Nein, weiß. Ich habe an das Wappen gedacht. An das Wappen gedacht. Wappen ist schwarz, gelb, grün, naja. In welchem Land wurde der Rockmusiker Bryan Adams geboren? In Kanada. In Kanada? Ja. Ist richtig. Du hast gewonnen! Ich habe eine Karte gemacht. Also, es hat mir viel Spaß mit euch gemacht, oder? Ja, super, das läuft doch. Also, dadurch, dass die beiden nicht gewonnen haben und der Olymp gewonnen hat, bekommen 10 von ihnen 1.000 Euro, von denen die mitgespielt haben. Die Gewinner wie immer eingeblendet. Ich wünsche noch einen schönen Freitagabend. Kommen Sie gut durchs Wochenende. Nächsten Freitag sind wir wieder da. 18:50 Uhr. Bis zum Olymp. Bis dann. Tschüss. Mann, du warst so gut.